Hi, Whiskey Jason hier. Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners mit meiner zweiten Live-Unboxing diese Woche. Also vor 2 Tagen habe ich hier aus Dublin etwas denn dort aufgemacht. Und heute habe ich tatsächlich hier von Masters of Malt ein Redbreast. Also ich war nicht sicher, ob das heute ankommt, am Samstag, obwohl ich es erst Donnerstag bestellt habe. Oder wie ursprünglich auch angemeldet am Montag. Und siehe da, Samstag kam dieses Baby tatsächlich hier an. Also, da ist eine Frage, was alles hier drin ist. Ja, gut, ich nehme einfach nur die Flasche hier raus. Das ist, was ich will heute. So, diese Tubes sind immer ganz cool, die schützen alles, aber manchmal ist es ein bisschen schwierig, die Dinge hier rauszufischen. Was ich hier habe, ist ein Redbreast. Eine 16 Jahre alte Redbreast. Hey, Florian von Whiskey Life ist dabei. Du hast mich hier gesehen. Sehr schön. Ein First Fill Oloroso Fass. Destilliert im März 2001 und abgefüllt jetzt hier im 2017. Ich habe die Flaschen 160 von ein Gesamt 582 Flaschen. Also ein Bottled exclusively, ausschließlich hier für Masters of Malt. Vorgeschichte: Ich bin in einer Facebook-Gruppe für exklusive Whiskys und Donny, der auch irgendwie hier bei YouTube eines Tages im 2018 auch mein Gast sein wird, hat geschrieben: Guck mal, was Masters of Malt hat. Ich nehme denn 20 cl, falls jemand die Flasche bestellt. Grüß dich, Alexander. Schön, dass du dabei bist. Und ich habe gedacht, ich bestelle die Flasche. Und was mich überrascht hatte, also die Flasche war, naja, was kann ich sagen? Ist teuer, ist teuer. 157 € hat sie gekostet und der Versand war 10 €. Nur. Also das fand ich echt richtig cool. Donnerstag haben bestellt, Samstag hier extra dort von Masters of Malt einfach mal der Versand. Also das ist eine richtig coole Sache, was ich nicht als so entdeckt oder erwartet habe. So, und ich dachte, ich mache so einfach mal eine Unboxing jetzt hier, damit ich meine Sample-Flaschen auch alle abfüllen kann. Tut mir leid, Leute, der ist schon längst verteilt. Also wir haben in unserer Donny-Gruppe exklusiv hier verteilt, so dass da nichts anders ist. Das ist tatsächlich ein Single Pot Still. Pot Still ist echt. Oh, Andy ist auch da. Schön. Ist eine Exklusivität für Irland. Das heißt, sie benutzen gemälzte Gerste und auch ungemälzte Gerste. Und das Interessante ist hier, dass es tatsächlich mit 60, 2% ABV. Fass Nummer 18829. Hören wir mal. 16 Jahre alt. Also, wie ich schon sagte, tut mir leid, schon verteilt. Kriegt man nicht. Oh, ist das eine schöne Farbe. Also, ich werde nur ganz, ganz wenig hier davon nehmen. Was bei mir bleibt, ist, glaube ich, 5 cl. Falls überhaupt. Also ich muss ganz vorsichtig sein beim Abfüllen, dass ich nicht jemand zu viel davon gebe, denn da kriege ich dann davon nichts ab. First Fill Oloroso Fässern sind natürlich ist nicht normal. Also da haben sie schon ein bisschen Geld investiert dafür. Und das 16 Jahre lang im Fass zu lassen, ist auch eine schöne, schöne Sache denn da. Also was ich hier habe, ups, das habe ich hier unten schon hingetan, ist meine 12 Jahre alte Fassstärke mit 57,2%. Das habe ich gestern Abend mit meinem Irish Whiskey Abend gehabt. Wir haben 6 verschiedene Irish Whiskys gehabt. Da war dann Roe & Co., da war dann hier Barrel Ann Uzi, da war Connemara 12 Jahre alt, da war der Single Cask hier von Redbreast. Ich habe etwas vergessen. Was war noch dabei? Ich habe O'Connor genommen von Penny. Also, und auch eine Sache, was ich hier hinten versteckt habe. Oh ja, Righteous Tears Redhead. Und bei fast allen war der Redbreast absolut der Gewinner. Und Teeling Single Cask habe ich auch gehabt. Also Teeling Single Malt Whiskey hätte ich auch gehabt mit den 5 verschiedenen Fässern. Mit Bourbon und Port und Sherry und Weißburgunde und Cabernet Sauvignon Fässern.
Also von daher, Redbreast ist eine Wonne. Also Andy hatte ihm auch beinahe geholt. Schön, dass ich das jetzt hier online verkosten kann, schreibt Andy. Und erstmal meine Nase. Oh. das ist eine Vielfalt von verschiedenen Sachen jetzt hier. Also zuerst habe ich einen Haufen Rosinen. Ich kriege eine dunkle Schokolade, aber es ist eher ein Rosinenwein. Also da war bei, wie hieß diese Insel nochmal aus Griechenland? Amos oder so war das. Ein bisschen Schokolade, ein Hauch von Tabak. Oh, ich rieche keine 60 ABV. Also ich kenne meine Stag Junior, ich kenne meine Bookers, ich kenne meine, aber 60% hat er echt nicht. Also die 16 Jahre hat ihm echt gut getan. Also ich werde hier dennoch ein bisschen Wasser bereithalten, mein wunderschöner Norlen Glas Wasserbehälter. Ich probiere mal. Rosinen, Schokolade, also fast wie ein bisschen auch schokoladenüberzogene Rosinen, also mit echt einem dunklen Schokolade, sehr, sehr gut. Und ein Hauch von Blau, nee, Brombeer, genau, ich muss überlegen, Blackberry sind Brombeer, Himbeeren sind Raspberries, oh, der ist gut. Ob er 150 Euro gut ist oder 160, was meine Verkostung jetzt hier praktisch, was habe ich gesagt, was ich bezahlt habe? Ich habe insgesamt dafür bezahlt 168,50 Euro. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Da würde ich wahrscheinlich lieber doch auf eine, ich mache doch ein paar Tropfen Wasser hier rein. Also ich würde trotzdem hier auf meine Fachstärke hiervon zurückgreifen, den kriegt man für 60, 70 Euro. Das ist auf jeden Fall sein Geld wert. Hundertprozentig. Ich würde gerne auch dann irgendwas anderes dann haben. Also wie zum Beispiel, stell mal vor, der 21 Jahre Alte hier in Fachstärke, das wäre eine coole Sache. Vielleicht mit seinen 46% ist er fast Fachstärke. Der ist richtig eine gute Sache. Ich gehe nochmal hier zu meinen Kommentaren, falls jemand was geschrieben hat. So. Nee, der ändert sich kaum mit Wasser in der Nase. Richtig, oh, da kommt sogar fast zur Geltung. Mehr und mehr diese Sultan, also Rosinen und Sultan. Sehr schön. Oh, Donny, vielen Dank, dass du mich dazu motiviert und inspiriert hast, hier diese Flasche denn zu kaufen. Also, all Sherry, Single Cask, Single Pot Still Irish Whiskey. Eine richtig tolle Sache hier. Und es ist so schön, meine Frau fragte, Jason, du hast echt so viel Geld diese Woche ausgegeben für Whiskey. Und ich sage, ja, aber ich habe auch sehr viel Geld wieder eingenommen, denn ich habe die alle verkauft zum Einkaufspreis. Also, ich habe kaum was über von den Sachen, die ich verkauft habe oder eingekauft habe. So, unique among Whiskeys. Redbreast All Sherry Single Cask is a single pot still Irish whiskey comprising exclusively of pot still whiskies which have been triple distilled and matured in sherry casks. Also eine schöne Sache hier. Genau. So, was kann ich noch hier lesen? An uncompromising dedication to quality to the enduring tradition of Irish pot still whiskey is the hallmark of Redbreast, non-chilled filtered. Also steht überall alle Flaschen das denn hier. Das ist hier nichts Neues. Und noch ein letztes Mal probiere ich. Ich habe immer noch nicht genug Wasser reingetan. Der ist immer noch nicht verdünnt. Der ist gut. Das habe ich tatsächlich jetzt hier mehr und mehr auch eine ich bin dabei, meine Schokoladensorten zu gehen. So, sehr schön. Schach ist denn da. Jemand von meiner Fachhochschule, wo ich unterrichte, schaut hinzu. Schön, dass du da bist. Ja, ich gehe sogar zu weiße Schokolade. Es ist eine Mischung. Ich bin dazwischen, zwischen einer dunklen Schokolade und einer weißen Schokolade. Also, der ist echt richtig gut. Eiche kommt gut durch. Also, das muss eigentlich europäische Eiche sein, wenn das Sherryfässer sind.
Diese Brombeeren kommen ein bisschen durch und da ist sehr, sehr viel Zimt auch denn da drin. Also richtig, richtig schöne Sache. Der braucht Zeit. Den sollte man sich auch Zeit nehmen. Ich liebe es, wenn man den Glas einfach mal stehen lässt und ein paar Stunden oder am nächsten Morgen vorbeikommt, einfach dran riecht. Ah, der ist gut. Also, eine sehr schöne, schöne Sache. Also, Masters of Malt kann ich sehr empfehlen. Die haben auch der Drinks by the Drams, kann man auch denn von dort bestellen. Auch eine sehr gute Sache. Bisschen überteuert. Also, wenn man schaut, einfach die Literpreise, ist man häufig über 100 Euro für eine Flasche, was sonst 30, 40, 50 Euro kostet. Aber wo sonst kriegt man kleine Samples denn von alles, was es fast gibt, auch bis hin zu Sachen, die 1000-Euro-Flaschen sind, wo man auch für einen kleinen Sample 100 Euro ein 3CL ausgeben kann. Aber wenn man keine Freunde hat, die verteilen, dann muss man dort zugreifen. Oder man hat einen verrückten Amerikaner, der tatsächlich dort in Irland, besser gesagt in London, was bestellt. Donnerstag bestellt und Samstag schon hier. Also Europa finde ich manchmal echt cool. In Amerika kann man das manchmal nicht mal so schnell dann hin und her schicken. Also ich gebe denen ein, ja, auf jeden Fall ein 2 Plus, ein 1 Minus kriegt er. Doch, ein 1 Minus. Aber ein 1, glaube ich, 1 Minus. Ich bleibe bei meiner 1 Minus. Also das habe ich hier ein 1 Plus gegeben, denn Redbreast Pot Still 21. Dann lass uns mal einen direkten Vergleich hier machen. Also, ich weiß, dass es ein bisschen unfair ist, so einen Vergleich dann auch anzustellen. Also, ich brauche hier was darauf zu stellen, damit ich hier das so sehen kann. Auch geplant war das nicht, aber live ist alles immer möglich. So, ich hole mal meine Redbreast 21 raus. Auch das gibt es noch was zu haben. Also, ich muss noch 10 cl heute abfüllen. Also, da sind noch 30 cl bestimmt da drin. Auch denn das zu haben. Ich gönne mir nur ein ganz kleines bisschen, Leute. Ja? Also, das Zeug ist so gut. Mir gefällt das in der Nase besser, um ehrlich zu sein. War auch billiger. Ich glaube, ich habe nur 100 und. Einen Moment, ich muss auf meine Liste schauen hier. Was ich dafür bezahlt habe. Einen Moment, meine Liste hole ich hier raus. Und auf meiner Liste steht, dass ich bezahlt habe Redbreast 149 Euro. Also 20 Euro Unterschied hier zwischen den beiden. Joa, so viel Unterschied ist das echt nicht, muss man schon sagen. So. Genau, also auch Whisky Life schreibt, dass the Whisky Exchange liefert auch sehr rasant, das stimmt auch. Also hier habe ich meine 16 Jahre alte Cask Strength, also 60%. Hier habe ich meine 21 Jahre alte, 46%. Eine Nase ist der gefälliger. Ich könnte da schwimmen gehen da drin, das ist so gut. Also damit der hier ähnlich ist, muss ich schon ein bisschen Wasser dazu tun. So, dass wir ungefähr auf 46% runterkriegen. Erstmal meine 21-Jährigen. Also, Perfektion. Der kommt da rein und kommt hier oben rein und dann geht es immer weiter nach oben. Also, Nelken habe ich da drin, ohne Ende. Also, echt eine Bombe Whisky. Wer den Redbreast 21 noch nie probiert hat, ja, ich habe noch ein bisschen davon, könnt ihr euch gerne dann auch dann da ein Sample holen lassen, denn eine ganze Flasche werdet ihr wahrscheinlich nicht euch gönnen für 150 Euro. Das kriegt man sowieso noch aus England. Also der 16 Jahre alte Fassstärke. Ist anders. Also gerade durch diese Odorlose-Fässern, der was mehr rauskommt. Und ich mache Odorlose-Fässer, versteht mich nicht hier verkehrt. Aber das ist eine Perfektion und das ist ein Element davon. Es gab von Jameson mal eine sogenannte Deconstructed Series, wo du die verschiedenen Elementen von einem Whisky dann probieren konntest. Und der wird auch gereift in Sherry-Fässern wie auch Bourbon-Fässern. Und das ist sehr einseitig. Das ist eine einzige Seite der Medaille. Also für mich wären das drei verschiedene Seiten hier. Und der ist einfach das, was sein sollte. Also von daher
Mein Favorit bleibt und ist tatsächlich der A21. Deshalb gebe ich ihn, bleibt dabei mit den 1 plus hier. Und der kriegt dann 1 minus. Sehr, sehr gut, sehr, sehr schön. Und wer eine Sherry-lastigen Whisky haben möchte, ist hiermit gut bedient. Ob das wirklich diese 168,50 € wert ist, wer das Geld hat, warum nicht? Ja, also das ist mein Video für heute. Also kein anderes Video wird es denn heute geben. Das war auch so geplant oder gehofft, dass die Flasche heute ankommt. Morgen Abend gibt es wieder live hier. Also da bin ich mit Bobby unterwegs. Also viele Leute haben auch schon online sich da. Oh, ja, die freuen sich. Ich glaube, ich werde wenig morgen sagen dürfen oder sagen können, denn Bobby wird alles erklären. Noch einmal für die, die Leute nicht wissen, wir werden hier von The Whiskey Circle, also vom Pinzgau, eine 13 Jahre alte Glenfarclas probieren, also Fassstärke. Von Tobermory eine 20-jährige Fassstärke vom Adelphi. Eine Glenlivet 10 Jahre alte Fassstärke vom Signatory Vintage. Ein Mortlach 12 Jahre alte Signatory Vintage Fassstärke. Und auch noch einen Eduardo Decanter 2003 Fassstärke. Also deshalb habe ich Bobby umgenannt in Bobby Cast Strength Bobby. Also von daher werde ich am Morgenabend viel dazu lernen. Ich bedanke mich ganz herzlich für alle, die so zugeschaut haben. Also Black Mountain Cow schreibt sehr lecker, auch sehr teuer. So ist das. So ist das oft. Gut, vielen Dank Leute, dass ihr zugeschaut habt. Bis morgen Abend 21 Uhr für meinen Livestream. Und das ist jetzt für die Leute, die es in der Wiederholung anschauen. Heute ist denn da im Dezember 2017. Heute haben wir den 2. Dezember oder am 3. Dezember habe ich hier meinen weiteren Livestream mit Unboxing. Wer meine Wiederholung anschaut, könnt gerne einmal schreiben, hey Jason, Unboxing, ist das eine coole Sache oder nicht? Und die zweite Geschichte ist, sind diese besondere Abfüllungen wirklich auch so cool oder nicht? Denn wenn es nur 582 Flaschen gibt weltweit, ist das wirklich so eine Sache, wo man sagt, jo, oder sagt man, muss das so sein? Also auch da deine Stimme dazu, deine Meinung. Einzelfassabfüllungen extra nur für eine einzige Shop oder auch ein einzige denn da Händler. Was denkt ihr darüber? Und Live-Unboxings, gut, soll ich weitermachen oder nicht? Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Immer liken, also besonders das Video, was dann fertig ist. Und auch online kommentieren, auch meine Sample-Liste schauen. Wie ich sagte, der gibt's noch. Und ein paar andere Leckerleien habe ich auch hier. Also vielen Dank und bis morgen. Ciao.